Ibn Qayyim rahimahullah sagt nun weiter, doch wenn er die Hoffnung aufgibt, bei ihm dies zu erreichen, wenn er merkt, der Teufel, Iblis, das macht keinen Sinn. Dieser Mensch glaubt an Allah Azza wa Jal, der lässt sich in seinem Glauben nicht erschüttern, dann hört er natürlich nicht auf, sondern dann geht es weiter. Also, doch wenn er die Hoffnung aufgibt, bei ihm dies zu erreichen, da er jemand ist, dem schon im Leibe seine Mutter der Islam vorgeschrieben wurde, führt er ihn zur zweiten Stufe des Übels, die Erneuerung. Und hier ist es charakteristisch, wie Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah die Bid'ah, die Erneuerung, nach dem Schirk erwähnt. Also das erste Übel ist Schirk. Wenn er dich dazu nicht bringen kann, bringt er dich zur Erneuerung. Und schaut bitte mal jetzt und achtet mal darauf, was Ibn Qayyim hier nun sagt. Dies ist ihm lieber, dem Teufel, die Erneuerung, die Bid'ah, dies ist ihm lieber als das Freveln und den Sünden. Subhanallah. Die Bid'ah, also Shaitan, wenn er dich zur Bid'ah führt, ist es für ihn ein viel größerer Erfolg, als wenn er dich zu einer Sünde führt. Warum? Denn ihr Schaden ist in der Religion selbst und sie ist ein überschreitender Schaden. Sie ist eine Sünde, die nicht bereut wird und sie widerspricht der Botschaft der Gesandten. Was heißt das noch einmal? Er sagt hier, denn ihr Schaden ist in der Religion selbst. Das heißt, du änderst die Religion selbst. Jemand, der Alkohol trinkt, hat er die Religion geändert. Er hat nichts geändert. Denn er sagt ja, ich weiß, Alkohol ist haram. Was willst du machen? Ich bin da reingefahren. Oder rauchen. Ich weiß, das ist nicht gut. Und ja, das. Was willst du machen? Oder Sinne. Ich weiß, ich muss damit aufhören. Das geht nicht so weit. Das ist haram. Und hat er die Religion geändert? Er hat nicht die Religion geändert. Er weiß, Sinne ist haram. Alkohol ist haram, Rauchen ist haram, Schweinefleisch ist haram. Nur, dass er eben hingefallen ist und diese Sünde macht. Aber der Mubtadi', derjenige, der die Bid'ah ausführt, der ändert die Religion. Etwas, was nicht zur Religion gehört, lässt er zur Religion gehören. Oder andersrum, etwas, was zur Religion gehört, nimmt er aus der Religion raus. Und die Bid'ah ist entweder in der Glaubenslehre oder in den Gottesdiensten. In diesen zwei Ebenen kann es Bid'ah geben. Wenn ich sage, ich nehme die Namen Allahs nicht an, dann habe ich eine Bid'ah in der Aqidah. Oder wenn ich sage, ich werde Dhuhr 5 Rak'ah beten, anstatt 4. Das ist eine Bid'ah in den Gottesdiensten. Also in diesen zwei Bereichen können Bid'ah entstehen, also Erneuerungen, Änderungen der Religion. Und beide sind natürlich fatal. Und beide sind falsch. Er sagt hier weiter, denn ihr Schaden ist in der Religion selbst und sie ist ein überschreitender Schaden. Derjenige, der Alkohol trinkt, schadet sich selbst. Und das war's. Aber derjenige, der eine Bid'ah macht, ruft ja dadurch, dass er sie tut, ruft er andere auch dazu auf. Er kommt hin zu dem Menschen und sagt, feier den Geburtstag des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Komm, ich lade dich ein zum Geburtstagsfeier des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, dieser Schaden, dass er die Religion erneuert, ändert, führt wohin? Dass die anderen das auch machen. Und er sagt hier weiterhin, sie ist eine Sünde, die nicht bereut wird. Warum wird sie nicht bereut? Weil derjenige, der eine Bid'ah macht, denkt, er wäre auf der Wahrheit. Das ist ja die Katastrophe. Das ist ja das Fatale. Jemand, der eine Bid'ah macht, oder einführt, oder ausübt, oder vertritt, der denkt ja, er wäre auf dem richtigen Weg. Er denkt, er wäre auf dem Weg des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ja die Tücke des Teufels. Und das nennt man Talbis Iblis. Also die Verirrung oder die Verzierung, beziehungsweise die, was könnte man noch sagen? Ausschmücken des Iblis. Dass er dir das schmackhaft macht. Du denkst, MashaAllah, wie herrlich ist dieser Zustand, wenn wir alle da rumhupsen und hu sagen und so weiter und so fort. Was ist das für ein herrliches Gefühl? Und man denkt, man wäre auf dem richtigen Weg. Und deswegen ist es eine große Gabe, dass man weg ist von diesen Bid'ah. Oder, dass man denkt, je schlimmer man ist und je schlechter man mit den Muslimen umgeht und je mehr man Muslime aus dem Islam rausschmeißt, umso fester ist man in der Religion, umso standhafter ist man und du darfst keinem Muslim mehr vertrauen und es gibt eigentlich außer dir gar keinen Muslim auf dieser Welt und so weiter und so fort. Das sind alles Bid'ah.
Und der Teufel, warum liebt er diese mehr als Sinne und Alkohol und so weiter? Weil der Schaden viel größer ist. Und das sehen wir. Das sehen wir ja, wie viele wie von Wellen genommen werden, von einer Bid'a zur anderen. Er fängt an mit dem Islam. Erste zwei Tage geht alles noch gut und dann kommt die erste Welle. Er geht zu den Leuten, die alle als Kuffar ansehen. Dann geht er zu der nächsten Welle und der nächste Klaps bekommt er. Nein, alle sind sowieso irregeleitet. Und dann bleibt er alleine im Walde stehen und er weiß gar nicht mehr weiter. Und dann sagt er sich, nee, dann gehe ich mal, versuche ich mal was anderes. Und deswegen findest du diejenigen, insbesondere jetzt, die neu im Islam sind oder die zurückgekehrt im Islam sind, standhaft sind sie erst nach einigen Jahren. Weil in den ersten Jahren, dann geht es rund. Einmal so, einmal so. Man probiert das, dann probiert man das. Dann macht man das, dann macht man... Warum? Warum ist man so? Weil man keinem Lehrer folgt. Das ist genauso wie jemand, der Mechaniker werden will, ja, aber er fragt keinen. Wo fängt er mal an? Ich fange mal beim Motor an. Und dann, ich glaube, die Karosserie ist viel wichtiger. Dann sagt er, nee, lieber die Felgen und so weiter. Und er lernt nichts. Bisschen hier, bisschen da, bisschen dort. Und er macht viel mehr kaputt und viel mehr falsch. Aber wenn er bei einem Lehrer wäre, einem Ausbilder wäre, der würde ihm sagen, so, das Auto vergisst du jetzt erstmal, jetzt büffelst du ein bisschen Theorie und dann kommen wir zur Praxis. Ja, und dann und so weiter und so fort. Das heißt, die Bid'a, möge Allah uns davor bewahren, ist etwas Schlimmes. Er sagt hier, sie ist eine Sünde, die nicht bereut wird und sie widerspricht der Botschaft der Gesandten. Vielmehr ist es ein Aufruf zu dem, was im Gegensatz zu ihrer Botschaft steht. Also die Bid'a ist ein Aufruf zum Gegensatz zu dem, was die Gesandten a.s. gebracht haben. Dies führt zum Unglauben und zum Götzendienst. Wie viele Menschen sind deswegen dann raus aus dem Islam oder fallen in den Schirk, weil sie eben nicht den Weg gegangen sind, den ein Mensch gehen muss, der auf dem geraden Weg bleiben möchte. Wenn er ihn zur Erneuerung gebracht hat und ihn zu einem der Leute der Erneuerung gemacht hat, wird auch dieser ein Vertreter und Verfechter des Teufels. Das heißt, das ist ganz einfach, man spaltet sich ab von der Umma, man macht seine eigenen Theorien und dann wird man der Führer dieser Theorie und dann redet man mit dem und mit dem und mit dem und mit dem und dann hat man wieder Gefolgsleute und damit, möge Allah uns davor bewahren, ist man dann ein Untertan des Teufels, ein Soldat des Teufels, möge Allah uns davor bewahren. Hat er dies nicht erreicht und war der Diener jemand, dem die Gabe der Sunna von Allah vorausgegangen ist, sowie die Feindschaft der Leute der Erneuerung und der Irreleitung, dann führt er ihn zur dritten Stufe des Übels, den großen Sünden in all ihren Formen. Hier ist er nun bestrebt, ihn dazu zu bringen. Insbesondere, wenn es sich um einen Gelehrten handelt, dem gefolgt wird. Hier ist er bestrebt, damit sich die Menschen von ihm abwenden. Das heißt, der Shaitan versucht nun auch, diesem Menschen, der vielleicht eine Vorbildfunktion hat, zu einer Sünde zu bringen. Warum? Weil wenn er fällt, dann fallen hinter ihm alle anderen mit. Dann vertrauen sie ihm nicht mehr, dann nehmen sie von ihm kein Wissen mehr. Und das ist das, was der Shaitan haben möchte. Er verbreitet seine Sünde und Vergehen unter den Menschen und nimmt dazu Vertreter, die es auch verbreiten und bekannt machen. Dabei behaupten sie, es für Allah zu tun. Achtung, schaut euch mal das an. Er sagt, dabei behaupten sie, es für Allah zu tun. Doch ist er ein Vertreter des Iblis, ohne es zu spüren. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die Glauben, verbreitet, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben im Diesseits und im Jenseits. Dies, wenn sie die Verbreitung und Bekanntmachung lieben. Wie steht es dann um diejenigen, die die Verbreitung und Bekanntmachung übernehmen? Das heißt, er sagt hier, Allah Azza wa Jal erwähnt, diejenigen, die es lieben, dass sich das Abscheuliche unter denjenigen, die Glauben, verbreitet wird. Die lieben das, die haben nichts getan.
Erst recht also werden diejenigen bestraft, die es verbreiten. Und deswegen gilt die Regel, du darfst nie einen Menschen bloßstellen.